So, guten Morgen, Leute. Es ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, ich glaube 2 Uhr. Und es geht jetzt gleich los nach Frankfurt zum Flughafen. Ich muss noch ein, zwei Sachen in meinen Koffer packen und dann geht's auf. Los. Also, bis später. Tschüss. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Start spreading the news. I was a boy. Most of my work has been live here in New York, and that's tonight. And I don't care how long you've been in this business, there's nothing like singing to live people, baby. It's great. Now we have a brand new song for you. So you have a lot of responsibilities, right? All of this while living with your boss. Have you ever lived with your boss? No. Right? How do you think it is to live with your boss? You just go like. Spreading today. I want to be New York. Start spreading the news.
of my work has been live here in New York. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich schon mal bei der Gastfamilie angekommen. Es ist alles mega gut verlaufen. Ich habe die Familie später getroffen, weil sie mich nicht vom Bahnhof abholen, vom Flughafen aus abholen konnten. Aber dann wurde ich von jemand anders abgeholt, habe die Familie dann getroffen. Dann haben wir uns die Kinder abgeholt von einer Freundin von meiner Gastmam. Dann haben wir uns eine riesengroße Pizza bestellt, weil wir einfach richtig Hunger hatten und ich auch. Und meine Gastmama nicht mehr so viel Lust hatte zu kochen, haben wir eine riesengroße Pizza gegessen. Wie ihr hören könnt, bin ich so ein bisschen erkältet. Und zwar ist es in Amerika ja so, dass die Leute es lieben, es ist richtig kalt. Die stellen also die Klimaanlage richtig, richtig kalt. Und wenn wir dann in die Training School reingegangen sind, war es arschkalt. Wenn wir rausgekommen sind, war es richtig warm. Und deswegen habe ich so eine leichte Erkältung gekriegt. Ich hatte vorher schon so ein bisschen Mandelentzündung. Die ist ja auch schon fast wieder weg, aber jetzt bin ich erkältet. Richtig cool, freue mich richtig. Aber ja, ich bin gut angekommen. Ich werde euch berichten auf jeden Fall, wie es so weitergeht und was auf mich zukommt. Heute fahren wir so ein bisschen durch Boulder durch, also da, wo ich wohne. Und meine Gastmama zeigt mir einfach alles, wo das ist, wo die Kinder zur Schule gehen, wo ich zum Fitnessstudio gehen kann, wo die wichtigsten Grocery Stops sind und anything else. Also freue mich auf die nächsten Videos. Ich wollte noch was sagen zu dieser Bottleflasche. Also ihr braucht die nicht unbedingt. Ich habe mir auch keine gekauft. Aber was ihr beachten solltet, ist, wenn ihr nach Amerika geht und auch, also auch aus welchem Grund auch immer, kauft euch lieber Wasser aus dem Laden, zahlt lieber $2 für eine Flasche Wasser, anstatt ihr dieses chlorhaltige Wasser aus diesen Spendern nimmt, die überall sind. Also mal ist das okay, aber ich habe jetzt von vielen Au-pairs gehört, dass die überall den Mund offen haben, überall, weil sie dieses Chlor halt das da drin ist. Und deswegen würde ich euch raten, kauft einfach normales Wasser, habe ich auch gemacht. Und es ging eigentlich super gut. Man kriegt immer überall Wasser im Flugzeug, überall. Also von meiner Seite aus bräuchtet ihr keine Bubbleflasche, wie auch immer ihr das vorhabt, wie ihr es machen wollt. Also wenn ihr zum Beispiel diese Bubbleflasche habt, dann könnt ihr euch auch überall in den Spendern dieses Wasser holen. Aber ihr könnt es euch auch irgendwo kaufen, es ist nicht überhaupt nicht so teuer. Naja, geht das alles. Ich habe mich hier sogar schon alles überall eingerichtet. Das ist mein Zimmer hier. Da hinten ist mein Badezimmer. Ich habe ein eigenes Badezimmer. Habe meine Sachen schon ausgepackt bei meinem Koffer. Und jetzt geht's weiter. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss!